Привет! На связи Дарья Ильина. Сегодня у нас полезное видео три в одном. Будем тренироваться понимать немецкий на слух, улучшать произношение и пополнять словарный запас разговорными фразами на каждый день. В этом нам помогут 8 бытовых диалогов, озвученные носителями немецкого языка. Если вы готовы, ставьте лайк и мы начинаем. Hallo, was für ein Zufall. Lange nicht mehr gesehen. Hallo, ja, das ist ewig her. Wie geht es dir? Ja, läuft. Alles in Ordnung bei mir. Es gibt nichts Neues. Zu Hause, Arbeit, Kinder, das Übliche eben. Ich habe immer was zu tun. Und bei dir? Was macht die Arbeit? Arbeitest du immer noch bei Intel? Ah, okay. Mir geht es gut. Ich arbeite immer noch bei Intel, aber ich bin mittlerweile schon Abteilungsleiter. Und sonst war echt so viel los, dass ich es nicht geschafft habe, hinter vielen Sachen herzukommen. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben ein wenig chaotisch ist. Ich weiß genau, was du meinst. Ehrlich gesagt wollte ich immer mal durchrufen, aber ich habe es irgendwie immer zeitlich nicht hingekriegt. Ich habe jeden Tag so viel um die Ohren dass ich abends froh bin, wenn ich ein paar Minuten Ruhe für mich habe. Das kenne ich nur zu gut. Darüber könnte man sich ewig unterhalten. Übrigens, hast du gerade was vor, oder wollen wir uns kurz auf einen Kaffee hinsetzen? Geht gerade nicht. Ich habe viel zu tun heute. Was hältst du vom Wochenende? Kommst du vielleicht auf einen Kaffee vorbei? Wir können auch spazieren gehen, wenn du Lust hast. Das Wetter soll gut werden. Ja, gerne. Sag mir einfach Bescheid, wenn du kannst. Gut, ich melde mich heute Abend. Ich schicke dir eine WhatsApp-Nachricht und wir klären, wann genau wir uns treffen. Alles klar? Ja, super. Bis dann. Bis dann, tschüss. Hallo, was für ein Zufall. Lange nicht mehr gesehen. Hallo, ja, das ist ewig her. Wie geht es dir? Ja, läuft. Alles in Ordnung bei mir. Es gibt nichts Neues. Zu Hause, Arbeit, Kinder, das Übliche eben. Ich habe immer was zu tun. Und bei dir? Was macht die Arbeit? Arbeitest du immer noch bei Intel? Ah, okay. Mir geht es gut. Ich arbeite immer noch bei Intel, aber ich bin mittlerweile schon Abteilungsleiter. Und sonst war echt so viel los, dass ich es nicht geschafft habe, hinter vielen Sachen herzukommen. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben ein wenig chaotisch ist. Ich weiß genau, was du meinst. Ehrlich gesagt, wollte ich immer mal durchrufen, aber ich habe es irgendwie immer zeitlich nicht hingekriegt. Ich habe jeden Tag so viel um die Ohren, dass ich abends froh bin, wenn ich ein paar Minuten Ruhe für mich habe. Das kenne ich nur zu gut. Darüber könnte man sich ewig unterhalten. Übrigens, hast du gerade was vor oder wollen wir uns kurz auf einen Kaffee hinsetzen? Geht gerade nicht, ich habe viel zu tun heute. Was hältst du vom Wochenende? Kommst du vielleicht auf einen Kaffee vorbei? Wir können auch spazieren gehen, wenn du Lust hast. Das Wetter soll gut werden. Ja, gerne. Sag mir einfach Bescheid, wenn du kannst. Gut, ich melde mich heute Abend. Ich schicke dir eine WhatsApp-Nachricht und wir klären, wann genau wir uns treffen. Alles klar? Ja, super. Bis dann. Bis dann, tschüss. Hallo, was für ein Zufall. Lange nicht mehr gesehen. Hallo, ja, das ist ewig her. Wie geht es dir? Ja, läuft. Alles in Ordnung bei mir. Es gibt nichts Neues. Zu Hause, Arbeit, Kinder. Das übliche eben. Ich habe immer was zu tun. Und bei dir? Was macht die Arbeit? Arbeitest du immer noch bei Intel? Ah, okay. Mir geht es gut. Ich arbeite immer noch bei Intel, aber ich bin mittlerweile schon Abteilungsleiter. Und sonst war echt so viel los, dass ich es nicht geschafft habe, hinter vielen Sachen herzukommen. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben ein wenig chaotisch ist. Ich weiß genau, was du meinst. Ehrlich gesagt wollte ich immer mal durchrufen, aber ich habe es irgendwie immer zeitlich nicht hingekriegt. Ich habe jeden Tag so viel um die Ohren, dass ich abends froh bin, wenn ich ein paar Minuten Ruhe für mich habe. Das kenne ich nur zu gut. Darüber könnte man sich ewig unterhalten. Übrigens, hast du gerade was vor, oder wollen wir uns kurz auf einen Kaffee hinsetzen? Geht gerade nicht. Ich habe viel zu tun heute. Was hältst du vom Wochenende? Kommst du vielleicht auf einen Kaffee vorbei? Wir können auch spazieren gehen, wenn du Lust hast. Das Wetter soll gut werden. Ja, gerne. Sag mir einfach Bescheid, wenn du kannst. Gut, ich melde mich heute Abend. Ich schicke dir eine WhatsApp-Nachricht und wir klären, wann genau wir uns treffen. Alles klar? Ja, super. Bis dann. Bis dann, tschüss. Meier, guten Tag. Guten Tag, Schneider mein Name. Ich interessiere mich für Ihre Anzeige. Haben Sie den Bürostuhl noch? Ja, den können Sie noch haben. Perfekt. Können wir noch am Preis etwas machen, oder ist der fix? Ja, ich kann Ihnen einen Rabatt geben, 160 Euro. Passt Ihnen das? Ah, das geht in die richtige Richtung. Aber ich habe mir eher 150 Euro vorgestellt. Können Sie dann noch 10 Euro abziehen? Ja, ich verstehe. Aber der Bürostuhl hat viele Funktionen und ist individuell einstellbar. 160 Euro ist schon ein sehr guter Preis. Da haben Sie recht. Aber, mh, was halten Sie davon, wenn wir uns in der Mitte treffen? 155 Euro ist meine absolute Schmerzgrenze. Ich kann Ihnen den Betrag bar direkt auf die Hand geben und bin bereit, in einer Stunde vorbeizukommen. Okay, passt. Danke. Dann reservieren Sie bitte den Bürostuhl für mich. Ich bin bereit um loszufahren. Meier, guten Tag. Guten Tag, Schneider, mein Name Ich interessiere mich für Ihre Anzeige. Haben Sie den Bürostuhl noch? Ja, den können Sie noch haben. Perfekt. Können wir noch am Preis etwas machen, oder ist der fix? Ja, ich kann Ihnen einen Rabatt geben. 160 Euro. Passt Ihnen das? Ah, das geht in die richtige Richtung. Aber ich habe mir eher 150 Euro vorgestellt. Können Sie dann noch 10 Euro abziehen? Ja, ich verstehe, aber der Bürostuhl hat viele Funktionen und ist individuell einstellbar. 160 Euro ist schon ein sehr guter Preis. Da haben Sie recht. Aber mh, was halten Sie davon, wenn wir uns in der Mitte treffen? 155 Euro ist meine absolute Schmerzgrenze. Ich kann Ihnen den Betrag Bar direkt auf die Hand geben und bin bereit, in einer Stunde vorbeizukommen. Okay, passt. Danke, dann reservieren Sie bitte den Bürostuhl für mich. Ich bin bereit, um loszufahren. Meier, guten Tag. Guten Tag, Schneider mein Name. Ich interessiere mich für Ihre Anzeige. Haben Sie den Bürostuhl noch? Ja, den können Sie noch haben. Perfekt. Können wir noch am Preis etwas machen oder ist der fix? Ja, ich kann Ihnen einen Rabatt geben: 160 Euro. Passt Ihnen das? Ah, das geht in die richtige Richtung. Aber ich habe mir eher 150 Euro vorgestellt. Können Sie dann noch 10 Euro abziehen? Ja, ich verstehe. Aber der Bürostuhl hat viele Funktionen und ist individuell einstellbar. 160 Euro ist schon ein sehr guter Preis. Da haben Sie recht. Aber, mh, was halten Sie davon, wenn wir uns in der Mitte treffen? 155 Euro ist meine absolute Schmerzgrenze. Ich kann Ihnen den Betrag bar direkt auf die Hand geben und bin bereit, in einer Stunde vorbeizukommen. Okay, passt. Danke. Dann reservieren Sie bitte den Bürostuhl für mich. Ich bin bereit, um loszufahren. Hallo, wie geht's? Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt, oder? Hallo, nein, ich wollte gerade rausgehen. Du kommst genau richtig. Gut, hör mal, könntest du mir einen Gefallen tun? Ja klar, ich höre. Kannst du bitte morgen Nachmittag ein Paket für mich annehmen? Am Freitag hat mein Freund Geburtstag, und ich schaffe es zeitlich nicht, meine Bestellung vor Freitag von der Post zu holen. Warte mal, ich muss nachdenken. Wann würde der Postbote ungefähr kommen? Ich glaube von 13 bis 16 Uhr. Nein, geht leider nicht. Ich bin da nicht zu Hause. Ich habe morgen schon einen Termin um 14 Uhr. Oh, okay. Macht nichts. Trotzdem danke. Tut mir leid. Vielleicht klappt's ein anderes Mal. Alles in Ordnung. Mach dir keine Gedanken darüber. Schönen Tag noch. Danke. Dir auch. Hallo, wie geht's? Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt, oder? Hallo, nein, ich wollte gerade rausgehen. Du kommst genau richtig. Gut, hör mal, könntest du mir einen Gefallen tun? Ja klar, ich höre. Kannst du bitte morgen Nachmittag ein Paket für mich annehmen? Am Freitag hat mein Freund Geburtstag, und ich schaffe es zeitlich nicht, meine Bestellung vor Freitag von der Post zu holen. Warte mal, ich muss nachdenken. Wann würde der Postbote ungefähr kommen? Ich glaube von 13 bis 16 Uhr. Nein, geht leider nicht. Ich bin da nicht zu Hause. Ich habe morgen schon einen Termin um 14 Uhr. Oh, okay. Macht nichts. Trotzdem, danke. Tut mir leid, vielleicht klappt's ein anderes Mal. Alles in Ordnung, mach dir keine Gedanken darüber. Schönen Tag noch. Danke, dir auch. Hallo, wie geht's? Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt, oder? Hallo, nein, ich wollte gerade rausgehen. Du kommst genau richtig. Gut, hör mal, könntest du mir einen Gefallen tun? Ja klar, ich höre. Kannst du bitte morgen Nachmittag ein Paket für mich annehmen? Am Freitag hat mein Freund Geburtstag und ich schaffe es zeitlich nicht. Meine Bestellung vor Freitag von der Post zu holen. Warte mal, ich muss nachdenken. Wann würde der Postbote ungefähr kommen? Ich glaube von 13 bis 16 Uhr. Nein, geht leider nicht. Ich bin da nicht zu Hause. Ich habe morgen schon einen Termin um 14 Uhr. Oh, okay. Macht nichts. Trotzdem, danke. Tut mir leid. Vielleicht klappt's ein anderes Mal. Alles in Ordnung. Mach dir keine Gedanken darüber. Schönen Tag noch. Danke, dir auch. Guten Abend, Frau Meier. Entschuldigen Sie die Störung. Ich habe eine Bitte an Sie. Bitte schön, was gibt's? Ich fahre übermorgen in den Urlaub. Deswegen möchte ich fragen, ob Sie während meiner Abwesenheit die Blumen bei mir in der Wohnung gießen könnten. Ja, kein Problem. Vielen Dank, das weiß ich zu schätzen. Wie lange werden Sie weg sein? Ich bin für eine Woche, also von Montag bis Sonntag weg. Am Sonntagmorgen werde ich wieder da sein. Alles klar. Ja, das sollte gehen. Super. Soll ich Ihnen später den Schlüssel direkt übergeben oder ihn einfach in den Briefkasten werfen? Wie es Ihnen am besten passt. Dann bringe ich den Schlüssel morgen abend vorbei. Okay, dann machen wir es so. Danke, ich schulde Ihnen was. Nochmal vielen Dank und einen schönen Nachmittag. Dafür doch nicht, ich helfe gern. Ebenso einen schönen Nachmittag. Guten Abend, Frau Meier. Entschuldigen Sie die Störung. Ich habe eine Bitte an Sie. Bitte schön, was gibt's? Ich fahre übermorgen in den Urlaub. Deswegen möchte ich fragen, ob Sie während meiner Abwesenheit die Blumen bei mir in der Wohnung gießen könnten? Ja, kein Problem. Vielen Dank, das weiß ich zu schätzen. Wie lange werden Sie weg sein? Ich bin für eine Woche, also von Montag bis Sonntag weg. Am Sonntagmorgen werde ich wieder da sein. Alles klar. Ja, das sollte gehen. Super. Soll ich Ihnen später den Schlüssel direkt übergeben oder ihn einfach in den Briefkasten werfen? Wie es Ihnen am besten passt. Dann bringe ich den Schlüssel morgen abend vorbei. Okay, dann machen wir es so. Danke, ich schulde Ihnen was. Nochmal vielen Dank und einen schönen Nachmittag. Dafür doch nicht, ich helfe gern. Ebenso, einen schönen Nachmittag. Guten Abend, Frau Meier. Entschuldigen Sie die Störung. Ich habe eine Bitte an Sie. Bitte schön. Was gibt's? Ich fahre übermorgen in den Urlaub, deswegen möchte ich fragen, ob Sie während meiner Abwesenheit die Blumen bei mir in der Wohnung gießen könnten. Ja, kein Problem. Vielen Dank, das weiß ich zu schätzen. Wie lange werden Sie weg sein? Ich bin für eine Woche, also von Montag bis Sonntag weg. Am Sonntagmorgen werde ich wieder da sein. Alles klar. Ja, das sollte gehen. Super. Soll ich Ihnen später den Schlüssel direkt übergeben? Oder ihn einfach in den Briefkasten werfen? Wie es Ihnen am besten passt. Dann bringe ich den Schlüssel morgen abend vorbei. Okay, dann machen wir es so. Danke. Ich schulde Ihnen was. Nochmal vielen Dank und einen schönen Nachmittag. Dafür doch nicht. Ich helfe gern. Ebenso. Einen schönen Nachmittag. Praxis Dr. Ausschlag, Nina Scharlach. Guten Tag. Guten Tag. Weber mein Name. Ich würde gerne einen Termin ausmachen. Gerne. Waren Sie schon mal bei uns? Ja, ich bin schon Patientin. Wie lautet Ihr Geburtsdatum? Der 1. Januar 1980. Und wie war noch mal Ihr Nachname? Weber. Worum geht es denn? Ich habe akute Beschwerden. Was haben Sie für Beschwerden? Ich habe Nackenschmerzen. Ich kann meinen Kopf nicht richtig nach rechts und nach links drehen. Das tut unglaublich weh. Leider sieht es diese Woche ziemlich eng aus. Vielleicht können wir sie zwischenschieben. Ich sehe kurz nach, ob wir etwas frei haben. Also, Sie können heute Nachmittag um 15 Uhr kommen. Würde Ihnen das passen? Ja, das passt gut. Vielen Dank. Dann bis heute Nachmittag. Danke. Bis später. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Praxisdoktor Ausschlag, Nina Scharlach. Guten Tag. Guten Tag. Weber mein Name. Ich würde gern einen Termin ausmachen. Gerne. Waren Sie schon mal bei uns? Ja, ich bin schon Patientin. Wie lautet Ihr Geburtsdatum? Der 1. Januar 1980. Und wie war nochmal Ihr Nachname? Weber. Worum geht es denn? Ich habe akute Beschwerden. Was haben Sie für Beschwerden? Ich habe Nackenschmerzen. Ich kann meinen Kopf nicht richtig nach rechts und nach links drehen. Das tut unglaublich weh. Leider sieht es diese Woche ziemlich eng aus. Vielleicht können wir sie zwischenschieben. Ich sehe kurz nach, ob wir etwas frei haben. Also, Sie können heute Nachmittag um 15 Uhr kommen. Würde Ihnen das passen? Ja, das passt gut. Vielen Dank. Dann bis heute Nachmittag. Danke, bis später. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Praxis Dr. Schmerz, Emma Spritze. Grüß Gott. Grüß Gott. Hoffmann, mein Name. Ich würde gern einen Termin vereinbaren. Okay, waren Sie schon mal bei uns? Ja, genau. Dann bräuchte ich Ihr Geburtsdatum, bitte. Der 27. Juli 1977. Wie ist Ihr Vorname? Mein Vorname ist Lena. Worum geht es denn, Frau Hoffmann? Ich möchte mich gerne gegen Grippe impfen lassen. Okay, was wäre Ihnen lieber, vormittags oder nachmittags? Nachmittags bitte. Moment bitte, lassen Sie mich nachschauen. Haben Sie Zeit am 14.09. um Viertel nach drei? Das ist ein Donnerstag. Hm, Moment, an diesem Tag habe ich schon einen Termin. Geht es auch um halb zwei? Nein, leider nicht. Aber am 15. kann ich Ihnen noch einen Termin um halb zwei anbieten. Passt Ihnen das? Ja, das passt gut, danke. Also ich habe mir notiert am 15. September um 13.30 Uhr. Genau. Alles klar. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Praxis Dr. Schmerz, Emma Spritze. Grüß Gott. Grüß Gott. Hoffmann, mein Name. Ich würde gern einen Termin vereinbaren. Okay, waren Sie schon mal bei uns? Ja, genau. Dann bräuchte ich Ihr Geburtsdatum bitte. Der 27. Juli 1977. Wie ist Ihr Vorname? Mein Vorname ist Lena. Worum geht es denn, Frau Hoffmann? Ich möchte mich gerne gegen Grippe impfen lassen. Okay, was wäre Ihnen lieber, vormittags oder nachmittags? Nachmittags, bitte. Moment, bitte, lassen Sie mich nachschauen. Haben Sie Zeit am 14.09. um Viertel nach drei? Das ist ein Donnerstag. Hm, Moment, an diesem Tag habe ich schon einen Termin. Geht es auch um halb zwei? Nein, leider nicht. Aber am 15. kann ich Ihnen noch einen Termin um halb zwei anbieten. Passt Ihnen das? Ja, das passt gut. Danke. Also ich habe mir notiert, am 15. September um 13.30 Uhr. Genau. Alles klar. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich möchte gerne ein Paket abholen. Hier sind mein Abholschein und mein Ausweis. Einen Moment bitte, hier ist es, bitteschön. Danke, und hier ist noch eine Rücksendung. Muss ich noch etwas extra bezahlen? Nein, das Porto zahlt der Empfänger. Das freut mich. Ich habe noch eine Frage. Wie viel kostet ein Paket in die Ukraine? Das kommt darauf an, welches Gewicht und welche Maß Ihr Paket hat. Es ist ein kleines Päckchen, das nicht schwerer als 2 Kilo ist. 2 Kilo? In die Ukraine? Ich sehe nach. Das kostet 16 Euro. Okay. Und wie muss ich das Paket korrekt beschriften? Gibt es vielleicht vorgefertigte Versandscheine? Sie können sich einen Versandschein für Ihr Päckchen hier bei der Postfiliale besorgen. Die Versandscheine liegen da hinten auf dem Tisch, wo Sie auch Ihr Paket beschriften können. Das können Sie aber auch online auf der Internetseite der Deutschen Post machen. Also, das liegt ganz bei Ihnen. Gut. Ich werde darüber nachdenken. Und wann kommt das Paket wahrscheinlich an? Es kann ca. 8 bis 16 Werktage dauern. Alles klar. Danke für die Informationen. Gerne. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich möchte gerne ein Paket abholen. Hier sind mein Abholschein und mein Ausweis. Einen Moment bitte. Hier ist es. Bitte schön. Danke. Und hier ist noch eine Rücksendung. Muss ich noch etwas extra bezahlen? Nein, das Porto zahlt der Empfänger. Das freut mich. Ich habe noch eine Frage Wie viel kostet ein Paket in die Ukraine Das kommt darauf an, welches Gewicht und welche Maß ihr Paket hat. Es ist ein kleines Päckchen, das nicht schwerer als zwei Kilo ist. Zwei Kilo in die Ukraine, ich sehe nach, das kostet 16 Euro. Okay, und wie muss ich das Paket korrekt beschriften? Gibt es vielleicht vorgefertigte Versandscheine? Sie können sich einen Versandschein für Ihr Päckchen hier bei der Postfiliale besorgen. Die Versandscheine liegen da hinten auf dem Tisch, wo Sie auch Ihr Paket beschriften können. Das können Sie aber auch online auf der Internetseite der Deutschen Post machen. Also, das liegt ganz bei Ihnen. Gut, ich werde darüber nachdenken. Und wann kommt das Paket wahrscheinlich an? Es kann ca. 8 bis 16 Werktage dauern. Alles klar. Danke für die Informationen. Gerne. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich möchte bitte diesen Brief per Einschreiben schicken. Geht das? Ja, das geht natürlich. Möchten Sie eine Unterschrift des Empfängers bei der Zustellung haben? Oder reicht es Ihnen, wenn der Brief einfach nur eingeworfen wird? Ich glaube, ich bevorzuge die Zustellung gegen Unterschrift des Empfängers. Was kostet das Einschreiben? Das kostet zusätzlich zum Briefporto 2,50 Euro. Insgesamt macht das 3,30 Euro. Okay, das passt. Kommt noch etwas dazu? Ich hätte gerne noch fünf Briefmarken für einen Standardbrief. Bitte schön. Brauchen Sie auch ein paar Briefumschläge? Nein, danke. Sonst noch etwas? Das war's, danke. Was macht das insgesamt? Also ein Brief per Einschreiben und fünf Briefmarken. Das macht 7,30 Euro. Bitte. Danke und Ihr Kassenbeleg. Später können Sie mit dieser Sendungsnummer den Status Ihres Briefes kontrollieren. Danke sehr, Wiedersehen. Gerne, Wiedersehen. Hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich möchte bitte diesen Brief per Einschreiben schicken. Geht das? Ja, das geht natürlich. Möchten Sie eine Unterschrift des Empfängers bei der Zustellung haben? Oder reicht es Ihnen, wenn der Brief einfach nur eingeworfen wird? Ich glaube, ich bevorzuge die Zustellung gegen Unterschrift des Empfängers. Was kostet das Einschreiben? Das kostet zusätzlich zum Briefporto 2,50 Euro. Insgesamt macht das 3,30 Euro. Okay, das passt. Kommt noch etwas dazu? Ich hätte gerne noch 5 Briefmarken für einen Standardbrief. Bitte schön, brauchen Sie auch ein paar Briefumschläge? Nein, danke. Sonst noch etwas? Das war's, danke. Was macht das insgesamt? Also, ein Brief per Einschreiben und fünf Briefmarken. Das macht 7,30 Euro. Bitte. Danke und Ihr Kassenbeleg. Später können Sie mit dieser Sendungsnummer den Status Ihres Briefes kontrollieren. Danke sehr. Wiedersehen. Gerne. Wiedersehen. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы о том, как улучшить понимание немецкого на слух, то обязательно посмотрите видео по этой ссылке. В нем рассказываю о проверенной методике, которая состоит из пяти шагов и эффективно помогает развить навыки аудирования. Tschüss und bis zum nächsten Mal, mein deutsch-lernender Freund. Tschüss!